Wer seine Kinder in einer Kita betreuen lässt, denkt, es sei alles schon gesichert. Doch das sollte vielleicht besser hinterfragt sein. Denn Deutschland ist in Sachen Kinderschutz offenbar hintendran. Soll heißen, auf UN-Ebene wurde die Kinderrechtskonvention bereits 1989 verabschiedet. Deutschland ratifizierte die nur unter Vorbehalt. Und doch scheint das Thema en vogue. In Deutschland ist Kinderschutz im Grunde Sache des Bundes oder beauftragter Ämter. Doch Eltern und Kindertagesstätten sind aus der vorentscheidenden Prägung und Bildung nicht auszunehmen. Derlei Gedanken setzen sich zunehmend durch mit Schulungen und Schutzkonzepten, die an Kindertagesstätten ablaufen bzw. entstehen. So auch an der AWO-Kita Sonnenblume in Gera-Losan. Kinderschutz bedeutet ja nicht nur die Unversehrtheit des Körpers, des Kindes, sondern auch um die seelische Unversehrtheit. Und genau darum geht es uns, nicht nur zu schauen, dass die Kinder natürlich nicht geschlagen werden, sondern auch gewaltfrei mit ihnen kommuniziert wird. Mit ihr kümmert sich eine weitere Mitarbeiterin um die intensivere Aufarbeitung des Themas. Wir haben ganz bestimmte Schwerpunkte für unsere Arbeit mit den Kindern gelegt. Und zwar legen wir ganz viel Wert auf das Eingewöhnungskonzept, auf die Mahlzeiten und auch auf die Schlaf- und Ruhephase. Wir möchten dort, dass die Kinder sich selbst entscheiden können, wo sie essen, mit wem sie beisammensitzen, was sie essen, was sie sich auf den Teller tun, neben wen sie schlafen möchten. Das sind eben solche Sachen, die Kinder mitbestimmen sollen und auch möchten. Schlussendlich, die ganze Belegschaft sollte sich dazu kundig machen und in Workshops mitreden. Als Referentin wurde Heike Künzel eingeladen, die eröffnete bewegungsbetont. Sie differenziert da schon nach eingeladen oder aufgefordert. Erwachsene wären dabei eben selbstbestimmter, als es wohl die Kinder in den Einrichtungen sein können. Dennoch, deren Willen und Bedürfnisse sollen Beachtung finden. In möglichst jedem Falle muss eine Kindeswohlgefährdung ausgeschlossen werden. Nur, welche gemeinsamen Regeln oder Handlungsvorlagen hat Frau Mann hier dafür? Schon zur Prävention. Wie sollten wann welche Reaktionen erfolgen? Es geht um eine Art Verhaltenskodex bzw. Beschwerdeweg und Ansprechpartner für die der Tagesstätte anvertrauten Kinder. Oder auch, je nach familiärer Prägung und so weiter, wo fängt aktiver Kinderschutz an? Bei genauerer Betrachtung tun sich immer noch mehr Nachfragen auf. Jedenfalls, Sie reden darüber und gehen weiter. Es gibt natürlich auch immer wieder diese Doktorspiele unter den Kindern, um da einfach auch den Erziehern, den Kollegen die Sicherheit zu geben, wie weit dürfen die Kinder gehen, was ist richtig, was ist falsch, einen gewissen Handlungskatalog aufzustellen, Regeln aufzustellen, die für uns, fürs ganze Haus gelten und die auch für die Kinder dann gelten. Wir haben schon einige Weiterbildungen gemacht, zum Beispiel zur gewaltfreien Kommunikation und Sexualpädagogik, sexuellen Missbrauch und so weiter, wie man da genau drauf achten kann und was man da beachten muss und wie Sexualität im Kindesalter überhaupt aussieht. Wann beginnt Kindeswohl? Wann hört es auf? Wann ist die Gefährdung da? Worauf muss man besonders achten? Es gibt besondere Leitfäden, die dann fragenmäßig abgearbeitet werden können und somit gehandelt werden kann. Die Einführungsschulung ist schon eine ganze Weile her, aber wir arbeiten ganz eng mit dem Jugendamt in Gera zusammen und haben dort immer so einen Arbeitskreis zum Kinderschutz. Dort werden Fälle besprochen, Fallbeispiele. Vielleicht gerade in einer bewegungsbetont agierenden Einrichtung, in der man für sportliche Konzepte wohl noch mehr Hilfestellungen braucht und leistet, lohnt sich das intensivere Nachdenken erst recht. Geras Kita Sonnenblume reichte 2022 erneut Unterlagen zur Verteidigung des Prädikats als bewegungsfreundliche Kindertagesstätte Thüringens ein. Aber um auch dafür die Kontinuität zu wahren, sind ständig Neuerungen gefragt.